Heute sind wir wieder in Hirn bei Gemeinde Aktuell mit der Bürgermeisterin Inge Bosch-Kruska. Grüß Gott. Herzlich willkommen bei uns in Hirn. Fangen wir gleich einmal mit einem erfreulichen Thema an. Wir haben gehört, zum ersten Mal in der Geschichte von Hirn gibt es mehr als 1000 Einwohner. Worauf führen Sie das zurück? Als erstes muss ich sagen, dass ich mich auch ganz stark freue, dass wir über 1000 sind. Ich führe das schon auf das zurück, dass wir eine gute Wohnpolitik machen in Hirn. Angefangen von dem, dass wir Bauplätze aufgeschlossen haben, dass es Wohnungen gibt bei uns, wir haben Starterwohnungen und Reihenhäuser haben wir schon, kommen jetzt die nächsten Reihenhäuser dazu. Also wir schauen schon, dass es erschwinglich ist, das Wohnen, das Preisverhältnis, dass es wirklich erschwinglich ist, das Wohnen und dass wir die Infrastruktur auch so anbieten in der Gemeinde, dass sie für die Leute, die zu uns ziehen wollen, auch passt. Das heißt Dorfladen, Kinderbetreuung und so, dass das wirklich auch passt für die Menschen. Hier sind wir wieder bei den Bauplätzen von letztes Mal. Wir sehen schon viel mehr Häuser. Sind noch mehr geplant? Habt ihr ein neues Bauland erschlossen? Ja, wir sind jetzt dabei, ein neues Bauland aufzuschließen. Wir haben die Situation, dass wir diese Bauplätze ohne Bauzwang vergeben haben. Das heißt, daher gibt es noch freie Bauplätze. Aber wir werden jetzt die Gasse hier weiter aufschließen, so parallel zur Gemeindegasse. Und da kommen jetzt dann neue Bauplätze dazu. Aber hier werden wir dann auch einen Bauzwang auferlegen bei den neuen Bauplätzen, ja. So viel ich weiß, habt ihr auch Starterwohnungen, die sind aber schon alle weg, kommen neue? Ja, unsere Starterwohnungen, das war ein großer Wunsch, die Starterwohnungen, wobei ich wirklich dazu sagen möchte, dass wir die Starterwohnungen bei uns nicht nur für Jugendliche hergeben, sondern egal welcher Staat es sein sollte, die Starterwohnung ist für jedes Alter da. Und der erste Wohnblock, der gebaut wurde, ist schon weg und jetzt fangen wir damit an, den zweiten Wohnblock zu bauen, ja. Sind auch Reihenhäuser geplant? Reihenhäuser planen wir auch. Wir haben in Hirn schon Reihenhäuser und die sind aber sehr gefragt und kommen wirklich gut an. Und jetzt planen wir die nächsten Reihenhäuser. Diese Wohnpolitik, die wir in Hirn machen, ist für uns eine sehr wichtige Politik, weil wir wollen, dass die Jugend auch im Dorf bleibt. Man sieht ja den Erfolg, schon über 1000 Einwohner. Ja, sehr. Also das hängt sicherlich auch mit unserer Wohnpolitik zusammen und mit der Infrastruktur. Es gibt auch viele Vereine in Hirn, daher auch viele Veranstaltungen. Besuchen Sie alle und welche gibt es? Alle kann ich leider nicht besuchen, aber ich schaue, dass ich sehr viele besuche, Veranstaltungen. Und bei uns, wir müssen sagen, wir haben wirklich das Glück, dass fast jeder Verein eine Veranstaltung macht und daher auch natürlich auch zum Dorfleben beiträgt. Weil ein Dorf lebt dann, wenn es auch Vereine gibt, die etwas fürs Dorf wiederum zurückgeben. Und da mal jetzt die ersten im Jahreskreis sind immer die Pfarre. Da gibt es das Sternsingen, das obligatorische, aber es gibt bei der Pfarre auch einen Pfarrheurigen, es gibt auch ein Faschingskränzchen. Und es geht jetzt hin bis zu die Freiwillige Feuerwehr, die sind die letzten im Jahr, die eine Veranstaltung machen. Da gibt es immer zum Silvester eine Veranstaltung bei der Feuerwehr, da gibt es aber unter dem Jahr auch einen Feuerwehrheurigen. Und es sind Traditionsfeste, die wir haben. Das ist so das Friedensfest, das von den SPÖ-Frauen ist. Es ist jeden ersten Sonntag im August. Das ist schon ein Traditionsfest, wo sehr gern besucht wird. Es ist vom Kindergarten und von der Volksschule, die jedes Jahr ihr Fest machen. Und da natürlich vor allem die Eltern sehr, sehr gerne auch kommen. Und es sind wirklich immer tolle Feste mit tollem Rahmenprogramm. Es ist aber auch genauso der Fischereiverein, weil wir haben einen schönen Fischteich mitten im Dorf, der Kinderpreisfischen macht im August auch. Also es ist wirklich rundherum, es ist die ÖVP, um da jetzt das Gleichgewicht zu halten, es ist die ÖVP, die jedes Jahr einen Dorfheurigen macht. Also es gibt wirklich vom Angebot her sehr, sehr viel. Einen Uhudlerheurigen von der SPÖ organisiert, also es gibt wirklich sehr, sehr viel, das angeboten wird und gemacht wird. Für jeden Geschmack etwas dabei. Wir können uns ja erinnern an den Faschingsumzug, der ist ja auch jedes Jahr ganz toll. Manchmal erkennt man sie gar nicht, aber da machen sie ja gern mit. Ja, ich war dabei bei den ersten Faschingsumzügen als auf Team von den Ruhrumzuzlern. Da war ich noch dabei, jetzt hat mich die Arbeit leider so überrollt, dass ich nur eine Besucherin bin und halt, wenn es sich ausgeht, auch verkleidet wäre, das halt gern tun und ein bisschen Schmähfehl und so, das liegt mir schon, das mache ich schon gern, ja. Ja, das ist eine der größten Veranstaltungen übrigens im Dorf, der Faschingsumzug. Da kommen wirklich sehr, sehr viele Gäste. Frau Bürgermeisterin, es gibt einen neuen Dienst in Hirn. Sagen Sie uns welchen. Der Dienst in Hirn heißt Nachbarschaftshilfe Plus
Und wir können hier das Miteinander wiederum verstärkt anbieten. Wir haben eine ganz tolle Mitarbeiterin, die Frau Trolp, die das betreut und ist gleich neben der Gemeinde das Büro. Und das heißt, ich würde mich freuen, wenn das viele Hirmerinnen und Hirmer auch nutzen. Da geht es einfach nur, wir helfen den anderen. Das, was eigentlich irgendwann einmal selbstverständlich war, ist jetzt etwas, das wir organisieren, sodass alle Leute etwas davon haben können. Wir sind jetzt hier bei der Nachbarschaftshilfe Plus in Hirn. Was bietet ihr alles an? Also wir bieten hier an einen Einkaufsservice zum Beispiel für unsere Hirmerinnen und Hirmer oder Besuche zum Arzt oder zum Kartenspielen oder zum Spazierengehen. Es darf jeder Hirmer und jede Hirmerin hier anrufen. Ich suche von meinen ungefähr 20 Ehrenamtlichen jemanden heraus, der diesen Hilfsdienst übernehmen möchte. Und dann melde ich mich dort wieder und gebe Bescheid, wer vorbeikommt. Derjenige holt ab, macht diesen Hilfsdienst und bringt den oder diejenige nachher wieder nach Hause. Das heißt, zum Arzt fahren, einkaufen, solche Sachen. Reparaturen werden aber nicht durchgeführt? Nein, Reparaturen werden nicht durchgeführt und auch keine Pflegedienste, aber eben Einkaufsdienste oder Begleitdienste, zu Ämtern fahren. Oder auch Kinderbetreuung wird angeboten, notfalls Kinderbetreuung, wenn benötigt wird. Für solche Dienste sind wir dann zuständig. Wenn jemand auf Urlaub fährt, Blumen gießen, solche Sachen. Genau, solche Sachen werden dann angenommen. Kostet dieser Hilfsdienst etwas? Nein, dieser Hilfsdienst ist für alle kostenlos. Unsere Ehrenamtlichen bekommen eine kleine Entschädigung für Kilometer, die sie halt fahren. Aber für jeden Hirm und für jede Hirmerin ist dieser Dienst kostenlos. Das heißt, alle, die ihn in Anspruch nehmen, brauchen nichts zahlen. Genau, so ist es. Nein, hier ist auch der Dorfladen. Wie läuft der? Er läuft gut, könnte besser sein, wie jeder Dorfladen in jeder kleinen Gemeinde. Könnte besser sein, aber er ist wichtig für unsere Gemeinde. Wir unterstützen auch seitens der Gemeinde den Dorfladen mit einer Mitbeihilfe, weil es notwendig ist, einen Dorfladen zu haben. Wir müssen, ich inklusive, uns nur mehr bei der Nase nehmen und ihn wirklich auch nützen. Es ist eigentlich schon wieder so ein kleines Zentrum, wo sich die Leute treffen. Das ist richtig, weil jeder Dorfladen oder jedes Geschäft in einer kleinen Gemeinde hat auch einen Sozialfaktor. Das ist schon notwendig, dass man sie sieht, dass man sie trifft. Wir haben den unheimlichen Vorteil, dass wir da einen kleinen Kaffeetisch herausstehen haben. Mit Raucherbereich, wo wir uns dann auch Kaffee trinken können und tratschen können. Und du sitzt mitten am Hauptplatz und siehst die Leute. Also einen Kaffee, zumindest einen Kaffee holen seitens, dass man im Dorfladen auch besucht, wäre sehr gut. Hirn bekommt ja auch eine neue Volksschule. Wie weit ist da die Planung fortgeschritten? Ja, wir haben uns mit der Planung wirklich sehr viel Zeit gelassen. Das heißt, das vorige Jahr war Planungsjahr, weil wir den Anspruch gehabt haben, dass die Kinder mitplanen sollen, können und vor allem sie wollen auch so gerne mitplanen. Wir haben sowohl im Kindergarten Workshops mit den Kindern gemacht, wie in der Volksschule. Wir haben da ein tolles Architektenteam, das wirklich auch mit Kindern arbeiten kann. Und wir haben mit den Pädagoginnen geplant, wir haben die ganze Bevölkerung eingeladen zum Planen. Es ist jetzt eigentlich das Konzept fertig. Wir sind jetzt dabei, alles auszuschreiben und die Finanzierung festzulegen. Das passiert im heurigen Jahr und im nächsten Jahr gibt es dann den Spatenstich. Was waren die speziellen Wünsche der Kinder? Also die waren sehr, sehr unterschiedlich. Also bunt muss die Schule sein, das war mal so ein Wunsch, den sie gehabt hat. Eine offene Schule, sie wollen nicht haben, dass irgendwie alles so klein ist und so eng, wo man denkt, das haben sie bei der jetzigen Schule ja leider. Das, was mich sehr verwundert hat, war, dass sie die Kinder haben sich gewünscht, die Lehrerinnen brauchen einen Platz zum Ausspannen. Das war ein wichtiger Wunsch der Kinder. Ein Wunsch war auch, dass sie beim Lernen nicht nur immer am Tisch sitzen können, sondern dass es auch so Lerninseln gibt, wo sie hingehen können. Das heißt, da hat es wirklich sehr viele und sehr gute Ideen gegeben, die wir natürlich mit eingeflochten haben. Und wann soll die Fertigstellung sein? Also, wenn wir nächstes Jahr anfangen, ich muss jetzt da ein bisschen mitrechnen, wenn wir nächstes Jahr anfangen, dann werden wir im Schuljahr 21, 22 hoffentlich fertig sein. Seit unserem letzten Besuch hat Hirn auch eine Hundefreilaufzone bekommen. Wie viele Hunde gibt es im Hirn und warum eine Hundefreilaufzone? Also wir haben über 100 Hunde, 128 Hunde in Hirn. Und für so eine kleine Gemeinde ist das natürlich viel. Und wir haben noch dazu einen Leinenzwang in Hirn, weil das auch für die Sicherheit natürlich notwendig ist und wichtig ist.
Und jetzt haben wir gesagt, wir machen eine Hundefreilaufzone, haben diesen Platz hier von der Post gemietet und hier die Hundefreilaufzone gemacht. Es ist natürlich nicht nur einfach, es sind die Nachbarn, die diese Hundefreilaufzone nicht als sehr positiv sehen. Wir haben daher mit Hundetrainer schon gearbeitet, das heißt, wir haben hier unten auch schon Maßnahmen getroffen, den Sichtschutz hier. Wir werden hierinnen noch Bäume setzen und Sträucher haben wir schon gesetzt. Und auch Verhaltensregeln für die Hundebesitzer, was sie machen müssen, damit die Hunde nicht nur bellen, wenn sie hier unten sind. Herr Hegetüs, Sie sind mit Ihrem Hund da in der Hundefreilaufzone und werden wissen, wird er gut angenommen? Ja, eigentlich sehr. Und wir sind auch unserer Frau Bürgermeister sehr dankbar dafür, dass uns diese Gelegenheit da gibt. Weil außerhalb vom Dorf und im Dorf soll man es nicht freilaufen lassen. Und der Hund braucht einen richtigen Auslauf, auch den, was er da hat. Man geht auch sehr viel im Dorf spazieren und es ist auch deshalb rein im Dorf, weil sehr viele Sackerlspender aufgestellt worden sind, sodass man nicht die Angst haben muss, in eine Hinterlassenschaft zu treten. Da wird auch immer sauber gemacht, die Gemeindearbeiter sind brav beim Mähen und so. Es ist eine sehr gute Geschichte und wird sehr gut angenommen. Also eine sehr gute Idee. Auf alle Fälle. Der Hochwasserschutz wird in Hirn auch ausgebaut. Wie weit ist der? Ja, das ist ein wichtiges Thema, aber auch ein sehr schweres Thema. Wir haben jetzt bei allen Verhandlungen, das heißt das Ministerium auch schon bei uns, um das Projekt zu genehmigen, bei allen Verhandlungen kommt immer das gleiche Ergebnis raus. Wir können das Rückhaltebecken für Hirn nicht vor der Autobahnbrücke machen, sondern nach der Autobahnbrücke. Und das ist für uns die Schwierigkeit, dass wir dort fast keinen Grund haben. Das heißt, der Grund dort gehört nach Zemmendorf-Stötterer oder in die Gemeinde Grenzdorf. Und da gibt es jetzt die Verhandlungen mit den Eigentümern von den Grundstücken, damit wir entweder einen einmaligen Abschluss machen, sodass sie eine Entschädigung bekommen, einmalig, oder dass wir ihm das Grundstück kaufen, wo das Rückhaltebecken direkt hinkommt. Sind Sie da sehr optimistisch, dass das schnell geht? Das schnell geht, bin ich nicht optimistisch, aber ich bin optimistisch, dass wir es zusammenbringen. Es gibt leider schon eine Gemeinde bei uns im Bezirk, die es nicht zusammengebracht hat, wo Uneinsicht geherrscht hat. Das hoffe ich nicht, weil ich denke mal, wir wissen, dass das Hochwasser oder ja, das Hochwasser immer eine größere Dimension annimmt, dass es leider auch bei uns immer mehr wird. Und ein Hochwasserschutz ist aber etwas, was die Leute brauchen. Und daher hoffe ich doch auf die Vernunft all diejenigen, die dort ein Eigentum haben, dass wir das Entschädigen auch einen Grund und Boden hergeben. Wie viele Häuser in Hirn werden ungefähr betroffen von einem Hochwasser? Sehr viele. Das HQ100 und HQ30 in Hirn betrifft eigentlich die ganze, angefangen von den Wohnblöcken in der Villagasse, bis die Arbeitergasse runter und dann die Hauptstraße. Also es sind sehr, sehr viele Häuser in Hirn betroffen. Ozeotrop ist noch gar nicht dafür, aber es sind wirklich viele Haushalte. Und wenn wir die Volksschule auf diesem Platz bauen, den wir jetzt mal im Auge haben, müssen wir sogar auf Stelzen bauen, weil es ein Hochwassergebiet ist und wir können gar nicht unterbauen, sondern müssen einen Pfahlbau machen. Das heißt, es ist eine sehr wichtige Investition, wenn der Großteil der Hirner Häuser davon betroffen ist. Sehr wichtig. Also, und da sind wir verpflichtet, hier etwas zu tun. Ja. Die Gemeinde hat den Brunberg gekauft. Warum? Wir haben den vor 2 Jahren gekauft. Hirn ist eine Gemeinde, ist im Bezirk Mattersburg die zweitkleinste Gemeinde mit den Hotels und den Gebiet, das wir haben. Und die Urberalgemeinde hat sich aufgelöst und hat den Brunberg verkauft und ist unter anderem an die Gemeinde herangetreten. Und wir haben gesagt, wir wollen den Brunberg kaufen, weil wir auch einen Naturraum schaffen wollen in Hirn. Und das können wir jetzt mit diesem Brunberg, so wie er geheißen hat, mit diesem Brunberg, dass wir den Naturraum schaffen. Das haben wir auch gemacht und es wird so, wie es jetzt ist, auch bleiben als Naturraum. Wir haben das im Gemeinderat auch umgewidmet, um hier auch zu gewährleisten, dass ein Industriegebiet so schnell nicht herkommt, sondern wirklich Natur bleibt. Es steht aber nicht unter Naturschutz, aber ihr werdet es so lassen, wie es ist. Ja, genau. Wenn wir es unter Naturschutz gestellt hätten, hätten wir für die Generationen danach auch noch mitentschieden. Das haben wir nicht wollen. Wir haben gesagt, das soll für uns ist es wichtig, dass ein Naturraum bleibt. Aber die Generationen danach sollen keine Schwierigkeit damit haben. Und ein Naturraum, umso widmen, ist leichter als ein Naturschutzgebiet.
Wir stehen hier bei einer Station des Kulturpfades in Hirn. Erklären Sie uns ein bisschen über den Kulturpfad. Ja, wir haben innerhalb der Entwicklung eines Dorfbildes, eines Leitbildes für unsere Gemeinde, versucht, die Geschichte aufzuarbeiten, aber auf eine andere Art und Weise als eine Chronik. Wir haben die Geschichte von Hirn auf die Straße gestellt. Es gibt insgesamt 12 Stationen und es beginnt bei der Hirmer Zuckerfabrik. Und jede Station erzählt einen Teil der Geschichte von Hirn, was früher gemacht worden ist, wie die Leute früher gelebt haben. Und da sind wir ganz besonders stolz drauf, weil es auch für die Kinder nachvollziehbar ist. Und es gibt überall eine Lade, wo die Zuckerrübe von Hirn auch für die Kinder die Geschichte nacherzählt. Das heißt, der Name Rürmzuzler kommt dann von den Zuckerrüben, ne? Genau, Rürmzuzler kommt dann von den Zuckerrüben. Und wir laden natürlich alle Leute ein, dass sie zu uns kommen, sich diesen Kulturpfad anschauen. Es ist gleich wie die Schenke, wo man sich auch eine kleine Stärkung holen kann. Und es ist sicherlich ein Erlebnis, die Geschichte einmal an einem anderen Ort zu sehen, als nur in einer Chronik. Wir bedanken uns recht herzlich für die vielen Informationen über Hirn, die wir heute gehört haben. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal und danke, dass Sie uns besucht haben. Gerne.